Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es alles um den Power Mac G3, den ich mir vor ein paar Minuten von eBay geholt habe. Also eBay Kleinanzeigen, ich habe ihn eben abgeholt. Ja, und da bauen wir heute baue ich gleich eine Festplatte ein. Zwei Stück sogar, in RAID Zero. Ich mache ihn mal kurz auf. So, genau, da habe ich jetzt hier zwei Maxtor Festplatten rausgesucht. 280 GB. Die will ich bei den RAID Zero packen und die baue ich jetzt auch erstmal ein. Und dann werde ich sehen, ob der Rechner überhaupt funktioniert, weil das habe ich noch gar nicht ausprobiert. So, okay, ich habe ihn jetzt mal aufgebaut, aber ich werde ihn, bevor ich die Festplatte anmache, einfach mal anmachen, weil ich will ihn sehen, dass er funktioniert. So. Bong ist schon mal da. Einigermaßen leise sogar für so eine. Und ja, da kommt, hier geht der Bildschirm auch an. Ja. Jetzt muss nur noch was kommen, weil keine Festplatte angebaut ist, kann ja auch gar kein Apple-Logo kommen. Also ich muss jetzt mal gucken. Das Logo kommt, ob keine Festplatte angebaut ist. Genau, da haben wir es auch schon. Und da baue ich jetzt erstmal die zwei Festplatten ein, um das anzumachen. So, für den Einbau habe ich sogar noch einmal ein Päckchen mit originalen Apple-Schrauben gefunden, die ich jetzt für die Festplatten verwenden werde. Aber für die eine wenigstens, weil ich gucke, ob ich noch ein zweites finde. Ich hatte noch ein zweites, aber ich weiß nicht, ob ich es noch finden werde. So, ich habe jetzt hier alles verkabelt und jetzt werde ich macOS Panther installieren, weil ich erstens keine Ahnung habe, was das für ein Laufwerk ist und zweitens ich gerade keine Tiger-CD zur Hand habe, also muss das wohl herhalten. Jetzt mache ich ihn mal an und tue die CD da rein. So. Okay, es fängt an zu laufen. So, muss mal gucken, ob da jetzt hoffentlich ein Apple-Logo kommt. Immer noch nichts. Ich glaube, ich starte ihn mal neu und drücke den Alt-Knopf, um zu gucken, ob überhaupt was passiert. Und nachdem ich den Rechner dann auch neu gestartet hatte und das immer noch nicht funktioniert hatte und nur ein Festplattenlogo aufgetaucht ist, habe ich das DVD-Laufwerk einfach mal ausgebaut und das ist ein CD-Gerät, was nur CDs lesen kann. Und ich habe es wieder eingebaut und dann hat es auch plötzlich funktioniert und der Rechner ist angegangen. Als ich dann den Rechner hochgefahren habe, um das RAID Zero zu installieren, wurde nur eine Festplatte im Festplattendienstprogramm installiert, also habe ich den Rechner nochmal runtergefahren, habe ein anderes IDE-Kabel installiert und dann hat es auch funktioniert. Und ich konnte das Betriebssystem installieren, also habe ich das auch getan, aber ich konnte den Rechner nicht hochfahren nach der Installation und habe also dann den Rechner wieder heruntergefahren, habe nur eine Festplatte angeschlossen und habe es auf eine installiert und dann hatte ich das Betriebssystem drauf. Es hat auch funktioniert, aber es war nicht besonders schnell, also habe ich macOS Tiger auf eine andere IDE-Platte, also den Installer darauf getan und habe den Rechner dann davon hochgefahren, weil meine Tiger-CDs, die ich gebrannt habe, immer nicht funktioniert haben, egal welches Laufwerk, egal welche Version, also was, wie ich die, ich habe es zwar mehrmals gebrannt, es hat immer wieder nicht funktioniert und es wurde auch erkannt in meinem Mac Pro, dass es ein bootbares Image ist, also habe ich, und ich habe das Image auch vorher schon mal benutzt, also habe ich dann das Betriebssystem so installiert und das reicht ja auch, weil ich will ja eigentlich nur wissen, wie der Rechner ist, damit ich später meine Upgrades durchführen kann, nämlich die SSD und so weiter. So, wie ihr seht, könnt ihr sehen, der Rechner ist auf dem neuesten Stand, hier 10.4.11 und um den Rechner zu testen, habe ich mir diese drei Programme herausgesucht, Geekbench, OpenMark und Xbench. Ich würde sagen, wir testen zuerst die Grafikkarte, weil das, sage ich jetzt einfach mal, am generellsten am schnellsten geht.
Weil der Geekbench spielt Ewigkeiten brauchen. Also lass ich jetzt einfach das mal kurz laufen. Run. Ja, genau. Run Benchmark. So, ich habe jetzt hier das Ergebnis. 115 Punkte ist nicht wirklich viel. Aber hab einen Screenshot gemacht. Nenn den kurz um. Und zwar in Grafikkarte vor Upgrade. Gut. Na, kurz. Noch mal kurz umbenennen. Ich nenne es einfach Open Mark vor Upgrade. Open Mark vor Upgrade. Okay. Gut, dann kann ich den Open Mark schließen und zum nächsten Benchmark. Als nächstes lasse ich dann mal den X-Bench laufen und werde da gucken, die CPU teste ich später. Ich möchte mal meine Festplatte checken, weil, genau, wenn ich eine SSD reinpacke, möchte ich ja wissen, wie spät es ist. Wobei, ich stoppe das nochmal und schließe nochmal alle Sachen im Hintergrund. Don't save. Genau, ich schließe mal kurz das so. Und ich starte es nochmal. So, ich starte ihn jetzt mal kurz. So, hier habe ich die Ergebnisse von X-Bench in der Festplatte. Ich möchte auch kurz einen Screenshot von. Ja, perfekt. Dings. So, und ich lasse Don't Save den ganzen Test auch nochmal mit meiner CPU einzeln laufen. So, CPU ist auch durch. Ich werde die zwar nicht upgraden, aber trotzdem ist das ja immer ganz cool zu haben. Kurz um CPU X-Bench CPU. Gut. Don't save. Dann habe ich diesen Benchmark auch durchgelaufen. So, und jetzt hier im letzten Benchmark einfach mal kurz Geekbench und laufen lassen. Das wird definitiv jetzt was dauern, weil ja, der Rechner ist langsam. So, also der Rechner ist jetzt durch in Geekbench und 188 Punkte, definitiv sehr wenige und naja, der hat ziemlich lange gebraucht, sodass meine Speicherkarte auch irgendwann voll war, also ja, läuft, ne? Ja, definitiv braucht dieser Rechner ein Upgrade und ich hoffe, euch hat dieses kleine Behind-the-Scenes Video gefallen, wo ich mal gezeigt habe, was ich denn jetzt vor, bevor ich die Upgrades machen werde. Ja, behind the scenes Video ist in Anführungszeichen generell, was ich bevor den Upgrades machen möchte. Und was der Rechner jetzt gerade noch so drauf hat. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.